Nachrichten des Tages. Heute mit Barbara Hallweg. Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind. Einstimmen auf Fußball wird uns gleich Norbert König. Mit großer Freude. Guten Abend. Und das sind die Themen von heute. Strategien für die Landtagswahlen. CDU-Chef Merz erklärt im Sommerinterview, wie seine Partei die AfD im Osten aufhalten will. Mit der Spezialeinheit an der Front. Unsere Reporterin begleitet ukrainische Soldaten, die auf Drohnen spezialisiert sind. Und geballte Vorfreude auf die Nationalelf. Die Fans laufen sich warm fürs letzte EM-Gruppenspiel gegen die Schweiz. Das gute Abschneiden der AfD bei der Europawahl vor 2 Wochen wühlt die anderen Parteien auf. Vor allem mit Blick auf die anstehenden Landtagswahlen im September. Im ZDF-Sommerinterview appelliert CDU-Chef Merz jetzt an die Ampelwähler, wählt CDU. Nur so könne es eine stabile Regierung geben. Aus dem Sauerland Mathis Feldhoff. Es sind für Friedrich Merz entscheidende Wahlen, die Abstimmungen in Ostdeutschland in diesem Herbst. Für seine Partei und für die Demokratie. Der CDU-Chef prophezeit, es sei nicht unwahrscheinlich, dass SPD, Grüne und FDP an der 5%-Hürde scheitern würden. Wir können im Osten auch auf Platz 1 liegen. Vorausgesetzt, die Parteien der politischen Mitte einigen sich dieses Mal darauf, schon im ersten Wahlgang die CDU zu wählen. Eine andere Option gibt es nicht. Das heißt, Sie empfehlen? Die anderen werden keine Rolle spielen. Die CDU allein gegen die Populisten. So die neue Strategie von Friedrich Merz. Ein Bündnis mit Sarah Wagenknecht schloss er erneut aus, zumindest im Bund. Die Kritik der CDU-Landesverbände daran aber hinterlässt Wirkung. Sie äußert sich in einer Art und Weise, wo ich sage, da schließe ich eine bundespolitische Zusammenarbeit mit ihr aus. Was auf der landespolitischen Ebene nach diesen sehr schwierigen Landtagswahlen jetzt im Herbst passiert, das müssen zuerst die Landesparteien entscheiden. Auch der Kanzler gesteht die schwierige Lage im Osten ein. Im ARD-Sommerinterview räumt er ein, dafür sei auch die Ukraine-Politik der Regierung verantwortlich. Es ist schon so, dass es viele Bürgerinnen und Bürger gibt, die nicht einverstanden damit sind, dass wir die Ukraine unterstützen, die auch nicht einverstanden damit sind, dass wir Sanktionen gegen Russland verhängt haben. Und das schlägt sich auch unter anderem in den Wahlergebnissen nieder. Aber da gibt es aus meiner Sicht nicht die Alternative, dass wir das jetzt ändern. Eine Lage, in der auch Friedrich Merz steckt. Der Ukraine-Krieg entzweit Ost- und West-CDU. Mit Ministerpräsident Kretschmer etwa beim Thema Militärhilfe. Michael Kretschmer und ich, wir sind in dieser Sachfrage unterschiedlicher Meinung, aber das halten wir beide gut aus. Es gibt einen Konsens und den stellt niemand in Frage. Wir müssen diesem Land weiter helfen. Die CDU sucht nach einer neuen Aufstellung für den Osten, ohne in der Ampelkritik oder den Attacken auf AfD und BSW nachzulassen. Das ganze ZDF-Sommerinterview gibt's direkt nach uns und jederzeit in der ZDF-Heute-App. In Berlin Besuch aus Argentinien. Präsident Milei wurde von Kanzler Scholz empfangen. Beide waren sich einig, dass das Freihandelsabkommen zwischen der EU und südamerikanischen Staaten zügig abgeschlossen werden solle. Scholz mahnte die Sozialverträglichkeit von Reformen an. Milei ist wegen seiner radikalen Spar-, Umwelt- und Wirtschaftspolitik umstritten. Begleitet wurde der Besuch von Protesten. CSU-Landesgruppenchef Dobrindt macht Druck auf Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. 2 Jahre nach Kriegsbeginn müsse gelten Arbeitsaufnahme in Deutschland oder Rückkehr in sichere Gebiete der Westukraine, sagte Dobrindt der Bild am Sonntag. SPD und Grüne kritisieren das scharf, auch weil viele der Flüchtlinge alleinerziehende Mütter seien, die wegen fehlender Kinderbetreuung gar nicht arbeiten könnten. Das Sterben in diesem Krieg macht keine Pause. Auch heute gab es Tote und viele Verletzte. In dem russischen Angriffskrieg gehören Drohnen zu den wichtigsten Waffen auf beiden Seiten. Katrin Eigendorf war mit einer ukrainischen Einheit in Frontnähe unterwegs. Wir müssen uns durch dichtes Gebüsch schlagen. Die größte Sorge der Soldaten ist, durch russische Luftüberwachung entdeckt zu werden. Das 14. Regiment ist eine Eliteeinheit, die hochspezialisierte Drohnen einsetzt, nur 10 Kilometer entfernt von russischen Stellungen. Für uns eine seltene Gelegenheit, neueste ukrainische Technologie im Einsatz zu sehen. Wir haben entlang der ganzen Frontlinie in jedem Bataillon eigene unbemannte Flugobjekte.
Und als erste in der Welt haben wir spezielle Truppen dafür geschaffen. Start der Aufklärungsdrohne. Ein gefährlicher Moment, denn der Drohnenpilot muss auf offenes Feld. Während die Soldaten die Drohne über russisches Gebiet lenken, sind sie verbunden mit ihrer Kommandozentrale, die Anweisungen gibt. Ihr Ziel, feindliche Luftabwehr oder Waffendepots aufzuspüren. Nicht weit entfernt wartet eine andere Gruppe des Regiments seit dem frühen Morgen auf ihren Einsatz. Sie haben ein halbes Dutzend Kampfdrohnen vorbereitet, die wir aus Sicherheitsgründen auch nicht zeigen dürfen. Bis zum jetzigen Zeitpunkt waren alle Kriege ganz anders. Alles hat sich geändert. Jetzt geht es um den Wettbewerb der Technologien. Die Drohnen, die sie von einem Pickup starten, sollen nicht erkennbar sein. Es sind neueste Entwicklungen. Die meisten hier sind überzeugt, dass die Ukraine den Wettkampf um technologischen Fortschritt gewinnen wird und damit auch den Krieg. Die israelische Armee ermittelt nach einem Einsatz im Westjordanland gegen eigene Soldaten. Sie hatten einen verletzten Palästinenser auf die Motorhaube gebunden. Ihnen wird vorgeworfen, den Mann als menschlichen Schutzschild missbraucht zu haben. Sie fuhren auch an zwei Krankenwagen vorbei. Gestern Abend demonstrierten in Tel Aviv rund 150.000 Menschen gegen Ministerpräsident Netanyahu. Eine der größten Protestaktionen bislang. Und jetzt ein ganz weiter Sprung zur Fußball-EM. Auch heute sind die Fanzonen deutschlandweit wieder gut besucht. Frei nach dem Motto völlig losgelöst präsentieren sich die deutschen Fans stimmgewaltig. Ein schwarz-rot-goldenes Farbenmeer allenthalben, gepaart mit der Hoffnung auf einen Sieg gegen die Schweiz. Und was auf der Fanmeile am Spielort abgeht in Frankfurt, das sagt uns jetzt Markus Wollsefer. Ja, da geht einiges ab. Das wird nicht nur ein lauer Sommerabend, sondern auch ein lauter Sommerabend. Seit einigen Stunden ist hier die Hölle los. Und soeben haben wir die Mitteilung bekommen, dass die Fanzone fast voll ist. Und das heißt, 30.000 Besucher, die verteilen sich hier auf 1,4 Kilometer. Und das Besondere ist tatsächlich die Lage hier direkt am Mainufer zwischen den Hochhäusern. Das hat ein ganz besonderes Flair. Wir waren vorhin vom Hauptbahnhof hierher gelaufen. Da waren schon Tausende unterwegs mit ihren Shirts, mit ihren Trikots. Ja, und die Aufschrift Hopp Schwyz, die haben wir auch ganz oft gelesen. Die hoffen natürlich auch auf einen Sieg heute Abend. Vor zwei Tagen musste die Fanzone wegen eines Unwetters geschlossen werden. Das erwarten wir heute nicht. Wir erwarten ein Fußballfest im Herzen von Europa. Dankeschön, Markus Beusefer. Die Fans sind also offensichtlich bereit, Norbert? Mhm. Die Mannschaft auch? Ich würde mal sagen, wehe nicht. Schließlich hat der Bundestrainer die Devise ausgegeben, dass man das letzte Gruppenspiel gegen die Schweiz genauso ernst zu nehmen habe wie die ersten beiden, auch wenn der Platz im Achtelfinale bereits gesichert ist. Bleibt die Frage an Sven Voss in der Frankfurter EM-Arena. Ist der Rasen auch bereit, Sven? Ja, Norbert, von gestern auf heute wird es, was die Rasenqualität betrifft, sich nicht wirklich was verbessert haben. Der Rasen bleibt eine Unsicherheit und auch ein Verletzungsfaktor. Ansonsten füllt sich hier gerade die Frankfurter EM-Arena Stück für Stück. Rund 50.000 Zuschauerinnen und Zuschauer haben ein Ticket ergattert. Sportlich geht es ja für beide Mannschaften, für Deutschland und die Schweiz, um den Gruppensieg. Deutschland würde ein Unentschieden reichen, aber darauf lässt sich der Bundestrainer gar nicht ein. Er will gewinnen und das mit der vertrauten Startelf, nimmt auch keine Rücksicht auf die gelb vorbelasteten Spieler Tar, Rüdiger und Andrich. Und vorne vertraut er natürlich wieder auf sein magisches Viereck aus Gündogan, Havertz, Wirtz und Musiala. Das kann was werden. Bis später. Vielen Dank, Sven. Schöne Grüße und viel Spaß natürlich nach Frankfurt am Main. Das belgische Team hat mit dem 2:0 gegen Rumänien den Fehlstart in Gruppe E ausgebügelt. Alle vier Teams gehen mit 3 Punkten in die letzte Runde. Hochspannung nicht unwahrscheinlich. In Gruppe F haben Tschechien und Georgien nach dem 1:1 noch theoretische Chancen. Portugal ist mit dem zweiten Sieg schon durch Richtung Achtelfinale. Das 3:0 gegen die Türkei auch begünstigt durch ein kurioses Missgeschick. Das 6. Eigentor dieser EM ist das skurrilste. 2 eklatante Missverständnisse. Aber nur die Türken haben davon einen Schaden. Samet Aykadin lenkt einen portugiesischen Fehlpass am eigenen Torwart vorbei. Zuvor die Portugiesen gut strukturiert. Bernardo Silva schießt das 1:0.
Dann ärgert sich João Cancelo, dass Ronaldo seinen Pass verschmäht. Doch der Türke Aykadin macht dieses Malheur mit seinem Eigentor wett. 2:0. In der zweiten Hälfte trifft Bruno Fernandes noch zum 3:0. Am Ende ein lockerer Sieg für Ronaldos Portugiesen. Ja, und von Egoismus bei Ronaldo keine Spur. Wieder quergespielt. Dankeschön, Norbert. Bitteschön. Und auch morgen gibt es wunderbares Fanmeilenwetter. Meist scheint die Sonne. Im Osten und Südosten kann es auch mal mehr Wolken geben. Es bleibt aber überall trocken bei 20 bis 27 Grad. 11:15, das Heute-Journal mit Dunja Hayali. Hier geht's gleich weiter mit dem Sommerinterview mit Friedrich Merz. Ihnen allen einen schönen Abend und bis morgen, wenn Sie mögen. Auf Wiedersehen.